Hallo meine lieben Freunde, und zwar zeigen wir euch in diesem Video, wie wir unsere Ausstellfenster einsetzen von der Marke Carbest. Zuerst haben wir eine Schablone angefertigt und glaubt mir, eine Schablone macht schon alles einfacher. Dann haben wir das Karton an die Wand geklebt und eingezeichnet und haben die Ränder noch mit einem Stück Kreppband geschützt, falls wir mit der Stichsäge sägen, dass wir nicht ins Metall irgendwie Kratzer verursachen. Wir haben dann mit einem kleinen Bohrer erstmal vorgebohrt an den Eckpunkten und dann mit einem größeren, dann natürlich größere Löcher, damit wir um die Ecke halt besser kommen. Dabei müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht über die Maße kommt. Dann haben wir das Ganze mit einer Metallstichsäge gesägt, also mit einem Metallsägeblatt. Verwendet am besten einen Gehörschutz, da es sehr laut im Van war, und natürlich einen Augenschutz, falls ihr von innen alles sägen und bohren solltet. Wenn ihr es von außen macht, würde ich es auch empfehlen, aber von innen auf jeden Fall. Nachdem wir das Ganze ausgesägt haben, haben wir das erste Mal unser Fenster anprobiert. Leider war es noch etwas zu klein, musste ich also nochmal nachsägen. Nachdem alles fertig gesägt war, haben wir dann einen Holzrahmen gebaut, natürlich passend zu dem Fenster. Da bei uns der fertig gebaute Holzrahmen leider nicht gepasst hat, haben wir uns entschieden, es einzeln zu befestigen. Dafür haben wir Klemmzwingen benutzt, damit wir das Fenster nicht halten müssen und je nachdem passend die Rahmen befestigen. Im späteren haben wir den Holzrahmen kurz beiseite gelegt, bevor wir es befestigten, und haben von außen Löcher mit einem Metallbohrer den Rahmen vom Ausstellfenster und Karosserie durchgebohrt, damit wir später das Ausstellfenster mit dem Holzrahmen verschrauben können. Bevor es dann mit dem Schleifen weiterging, haben wir noch die Krepppapierreste entfernt. Zum Schleifen habe ich dann Metallschleifpapier verwendet.
Die Flächen habe ich dann nochmal mit Bremsenreiniger gereinigt und habe dann Metallschutzlack aufgetragen, damit es später nicht rostet. Wir haben zum Dichten vom Fenster Dekasil verwendet. Dabei haben wir die Löcher noch umrandet, dass keine Korrosion durch die Schraube entstehen kann. Wir haben dann am Ende das ganze Ausstellfenster mit dem Holzrahmen zusammengeschraubt. Dabei habe ich die Dämpfer vom Ausstellfenster abgebaut, damit ich an die Schrauben oben rankommen kann. Am Ende müsst ihr natürlich alles wieder zusammenbauen, sonst habt ihr keine Funktion von den Dämpfern. Und ganz zum Schluss haben wir natürlich die Abdeckung im Innenraum befestigt. Dafür hat man mitgeliefertes Schrauben gehabt und die habe ich dann an den Holzrahmen verschraubt. Wir haben uns für die aufklappbare Version entschieden, da es uns mehr gefallen hat als die Schiebeversion. Und die Maße von unserem Ausstellfenster war 1 Meter auf 50 cm. Wir bedanken uns, dass ihr zugeschaut habt und würden uns gerne über ein Like und ein Abo freuen, da wir sehr viele weitere Videos im Bereich Van und sogar in anderen Bereichen euch zeigen werden.